Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich befinde mich in Österreich und rede mit einem ursprünglich, glaube ich, Tischler oder Zimmermann über seine Bettgeschichten. Nein, das ist ein bisschen übertrieben, weil er macht nämlich Betten und da wollen wir drüber reden. Denn das muss ich erstmal begründen. Ich meine, ich lege mich in irgendein Bett und denke, dann schlafe ich und gut ist. Was war für dich die Idee oder der Anlass zu sagen, ich baue jetzt ein spezielles Bett? Das hat sich aus der Sachlage entwickelt. Ich habe bin Inhaber einer kleinen Zimmerei, wir sind 4 Mitarbeiter und haben bis vor einigen Jahren immer konventionellen Hausbau betrieben. Und einmal bei einem Tag, wo ich die Rechnungen geprüft habe im Büro, schaue ich mir die Rechnung vom Entsorgungsdienst an. Dann stelle ich fest, dass da zwei Drittel oder bis zu einem zwei Drittel Sondermüllgebühren drauf sind für Materialien, die ich in Häusern verbaut habe. Habe ich mir das genauer angeschaut. Dann bin ich zum Schluss gekommen, dass das nicht die Philosophie meiner Firma sein kann, dass ich denke, ich baue den Leuten ein Haus, wo ihnen ein Heim gibt, wo zwei Drittel der Materialien als Sondermüll entsorgt werden muss, der Rest. Und dann habe ich einmal das Haus an sich selbst angeschaut, wo es da hakt, habe dazu Philosophien entwickelt, wie man das vernünftig bauen kann, so dass es auch leistbar ist. Dann bin ich die Räume durchgegangen und dann bin ich irgendwann an einem Punkt angelangt, dass ich zum Schluss gekommen bin, der Schlafraum ist einfach der wichtigste Raum im Haus, weil ich verbringe ein Drittel vom Leben dort. Ja, dann habe ich einmal die Wirkungen der Baustoffe rausgesucht. Und dann bin ich einmal drauf gekommen, wie muss ein Schlaf funktionieren? Oder wie funktioniert der Schlaf an sich selbst? Was hat er auf der Seelenebene für Funktionen? Was hat er auf der körperlichen, auf der geistigen Ebene für Funktionen? Da bin ich dazu gekommen, dass ich sage, diese Funktionen, die der Schlaf ausführt, geben diese Baustoffe nicht her. Ja, dann habe ich die Baustoffe zusammengesucht, bin drauf gekommen, dass ich an Leim, zum Beispiel, jetzt kommen wir mal zu den körperlichen Symptomen, wo diese Baustoffe, die handelsüblich verwendet werden aus Kostengründen, was die für Wirkungen auf den Körper haben. Also wir gehen da davon aus, dass die Leime den Körper gewisse Organe blockieren, weil der Stoff, der den Leim hart macht, ist das Formaldehyd, das zählt zu den Aldehydvergiftungen. Nach wie vor gibt es keinen Leim, der aushärtet, auch keinen Lack, ohne Aldehyd. Das sind Grenzwerte, die geschaffen wurden, dann gilt, wer die unterschreitet, gilt als formaldehydfrei oder aldehydfrei. Sie haben eine geringe Abdampfung, feststofflich mag es sein, dass sie keine Gefahr mehr darstellen, aber da, was ich mittlerweile auch drauf gekommen bin, jeder Baustoff eine Wirkung hat wie ein homöopathisches Medikament, beginnen mit der Wirkungsstufe C200 und drüber, blasen diese 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr ihre Schwingungen raus. So, und wenn ich mich jetzt in so einen Raum lege, gerade 8 Stunden wie im Schlafzimmer, dann liege ich 8 Stunden unter Einwirkung dieser Stoffe. Also es ist jetzt nicht so, ich verstehe natürlich, wenn ich jetzt ein Bett aus Spanplatten hätte, dass das sicherlich nicht besonders gesund ist. Aber es sind alle, auch jedes normale Bett wird geleimt und man denkt dann, das ist, aber da ist dann auch schon viel drin, was einen die ganze Nacht dann halt auch eigentlich belastet, auch wenn es nur auf der Informationsebene ist. Du hast ja gesagt, es ist wie eine homöopathische Information, es mag eben ja vom unter den Grenzwerten liegen, aber es ist trotzdem da mit seiner Wirkung. Was sind das für Wirkungen? Ja, das Aldehyd hat eine ganz, ganz klare blockierende Wirkung auf die Entgiftungsorgane. Das sind Leber, Bauchspeicheldrüse, Milz, Niere, Nebennieren. Blockieren die. Sieht man der Person und den Menschen sehr oft an. Sie beginnen dann, diese Organe haben eine gewisse Kapazität zur Entgiftung. Wird diese überschritten, springt die Haut ein. Da sehen Sie vormal bei 30, 40, 50-jährigen Personen, dass die wieder Pickel bekommen, wie Menschen oder wie jüngere Menschen in der Pubertät. Ja. Dann setzt das wieder über die Haut ein. Ja. Und gibt es andere Symptome? Ich meine, das ist ja ein weites Feld. Ist das jetzt nur dieses Aldehyd oder gibt es auch andere Stoffe, die in Betten verbaut sind? Es gibt andere Stoffe auch noch. Das sind zum Beispiel die Hertha-Lacke, das sind flüssige PVC. Das wissen wir, das ist Polyvinylchlorid. Er gibt in deren Kombination, wenn es in den gasförmigen Zustand übergeht, gibt es Blausäure. In Verbindung dann im gasförmigen Zustand wieder mit Wasser gibt es Salzsäure. Also das ist ein ganz normaler Baustoff, wo überall verwendet wird, ein Lack.
Für mich ist das suboptimal. Ja, nicht akzeptabel in einer Planfrau. Okay, und dann hast du angefangen, was benutzt du denn jetzt für Materialien? Auch normales Holz, aber eben nicht geleimt, sondern wie schraubst du oder wie dieses Holz dann? Wird mittels Holzverbindungen, ich habe ja eigentlich im Prinzip nichts Neues erfunden. Ja. Ich habe nur diese Dinge, die existiert haben, was ich aus meinem Handwerk kenne, so zusammengefügt, dass es, ich wusste, wie das Teil aussehen muss, bis fertig ist, und da waren die Puzzleteile. Und ich habe das Puzzle zusammengesetzt, das ist alles. Das sind Holzverbindungen, wo seit jeher eigentlich existieren. Was beim Bett wichtig ist, ist die Kubatur. Er hat ein 0,2 bis 0,25 Kubikmeter verbautes Holz pro Schlafstelle. Kommen wir nachher dazu, warum das so sein muss. Und ist von den Grundzügen her ausgezeichnet oder konstruiert aus der Ableitung von der heiligen Geometrie, damit wir ein sehr, sehr hohes Schwingungspotenzial erreichen. Wenn man jetzt ein normales, was auf dem Markt sehr oft auch anzutreffen ist, ein normales Vollholzbett, das so angepriesen wird, hernehmen und das ist mit Leimen versehen, dann haben wir das Problem, dass das Holz an sich selbst, und das ist der Vorteil vom Holz, wir haben da eine relativ hohe Grundschwingung, eine sehr schnelle Schwingung. Und die verstärkt die Wirkung des Leimes um das Exponentiale. Also wir können da nicht von einem Leim auf einer Spanplatte ausgehen, sondern wir müssen nehmen Wirkung vom Leim plus die hohe Grundschwingung vom Holz ergibt eine viel, viel höhere Wirkung. Also mit so einem 0815 ein Massivholzbett, das gelähmt, geschraubt ist, richtig mehr Schaden an, wie ich Nutzen habe. Und das nächste ist ganz, ganz wichtig für mich, das ist die Metallfreiheit. Warum? Der menschliche Körper, Pflanzen, Tiere, halt die ganze Welt ist auf den Erdenmagnetismus eingerichtet. Und das, so ist der ganze Magnetismus immer im Fluss. In dem Moment, wo ich mich hinlege, sollte das Kopf bei uns in unserer Hemisphäre nach Norden ausgerichtet sein, so ist der Fluss wieder in die Richtigkeit gestellt, bloß wenn daneben, neben meinem Kopf, also neben dem höchsten vom Körper, wo das ganze Bewusstsein ausgeht, viel Metall ist, dann haben wir da eine Magnetverwirbelung. Und das wirkt sehr oft störend. Viele Menschen behaupten, sie haben Wasserradern im Schlafzimmer. Ist nicht so. Zu 90% Metall oder falsche Schlafrichtung. Und das mit den Metallen kann jeder zu Hause nachprüfen. Er muss bloß einmal einen Kompass hinhalten an einem Metall. Er funktioniert nicht. Mhm. Also dann hat man natürlich schon das Problem im Haus, wahrscheinlich, dass da irgendwelche Stromleitungen, dann gibt es ja den Netzfreischalter, das wäre natürlich auch was, was jetzt aber nicht direkt mit dir zu tun hat, aber was man auch berücksichtigen könnte. Ja. Und dass man nicht noch ein Decktelefon, also ein Schnurrtelefon am Schlafplatz hat, ist auch klar, wenn man drüber nachdenkt, dass das natürlich auch sendet und digital gepulst, aber das ist nicht die Thematik hier. Dir geht es ja jetzt ums Bett. Du hast ja das Bett freier, das klingt ein bisschen nordisch. Was war der Aspekt dieses Namens und was ist das für ein Bett? Freya ist eine nordische Göttin, also das ist eine germanische Göttin, das ist die Göttermutter, im Griechischen vergleichbar mit der Hera, die fährt mit ihrem Katzenwagen durch die Wälder. Früher wurde sie als Schutzpatronin und Schirmherrin von, also das heißt Beziehungen angesehen, von der Fülle, von der Gesundheit, ist auch die Göttin der Wälder und der Bäume. Darum bin ich auf den Namen Freya gekommen. Super. Und du benutzt jetzt ganz normales Holz, was man im Wald so findet, oder gibt es spezielle Hölzer, wo du sagst, das hat nochmal eine andere Wirkung auf den Schlaf? Für den Schlaf können wir nur 5 Hölzer verwenden, das ist die Zirbe, die Kernesche, Bergahorn, Weißdanni und die Fichte. Warum die? Warum? Wenn ich eine Eiche verwende, dann kommen wir jetzt zum Teil, wo wir zum seelischen Teil vom Schlaf kommen. Ja. Diese Hölzer heben die Erdung auf ein Minimum auf. Warum kann ich im Schlaf keine Erdung gebrauchen? Schlaf ist Bruder, ist der Tod. Mhm. Und dann ist auch in der Umkehrfunktion Tod ist Bruder der Schlaf. Beim Tod endet die Erdung auf Null und beim Schlaf aufgrund der Non-REM-Phase, wo die Seele abtauchen sollte und ihre Spannungsentladungen macht und ihre Blockadenabbau. Wenn ich zu geerdet bin, das heißt erdende Hölzer wie die Eiche, wie eine Ulme, die haben zu viel Erdung, dann kann sich die Seele nicht bewegen. Also ich grenze ihren Spielraum auf ein Minimum ein, komme sehr schwer in die Tiefschlafphase, in die Non-REM-Phase runter und kann auch nicht sehr lange dort bleiben. Darum brauchen wir diese Hölzer und diese Hölzer haben eine sehr hohe lichte Schwingung und lassen die Seele sehr, sehr schnell abtauchen. Also Bergahorn kann man sich noch was vorstellen, Esche, Kernesche, Weißtanne, Fichte, Zirbel ist gar nicht so
oder mir zumindest gar nicht bekannt, was das ist. Ja, Zirbe ist der Holz, das wächst von 850 bis 900, also 900 Meter Seehöhe beginnt es zu wachsen und wächst bis auf 1400 Meter Seehöhe. Das gehört zu der Gattung der Arven oder Pini. Es ist ein Nadelbaum? Oder? Ja, es ist ein Nadelbaum. Okay. Gut, also du verwendest diese Wässer. Wie kommst du da drauf? Ist das irgendwie altes Wissen oder hast du jemanden, der das auspendelt? Oder bist du da selber so feinfühlig, dass du sagst, ich spüre das? Oder? Zum Teil habe ich es selbst ausprobiert. Wir haben gependelt und sehr viel kommt aus altem Wissen her. Zum Beispiel diese fünf Hölzer. Ein kurzes Beispiel, körperliche Symptomatik. Das habe ich aus alten Schriften von Hebammen rausgezogen. Mhm. Wenn ich das schaue, eine Geburt anschaue, die Muskeln müssen entschlafen, es muss Weite geben, damit das Kind geboren werden kann. Mhm. Wenn ich eine Eiche, eine Nuss habe, das sind sehr martialische Hölzer mit sehr viel Mars-Energie, männliche Energie, die krampfen den Körper. Das sind eigentlich alles weibliche Hölzer, also zum Großteil der Hölzer sind es weibliche Energien und die geben Weite, entspannen den Körper, somit geht der Geburt besser vonstatten. Und das ist Wissen von alten Hebammen, die haben früher zum Teil den Frauen Äste von diesen Bäumen unter die Betten geschlichtet, also einen Monat vor der Entbindung, und ihnen Tee aus diesen Blättern oder Nadeln gekocht, damit die Entbindung besser geht. Das ist natürlich tolles Wissen und sehr interessant, habe ich noch nie von gehört, aber ich glaube, da können auch viele Zuschauer von bewusst TV zumindest was mit anfangen, weil natürlich die meisten Mainstream-Menschen sagen, naja, Bett ist Bett und ich schlafe ja nur, aber wie wir hören, passiert da doch sehr viel mehr. Gibt es jetzt Erfahrungsberichte von Leuten, die dein Bett haben, dass sie sagen, Mensch, ich schlafe ganz anders, oder ist das... Wir haben da zuerst, vor das Bett auf den Markt gekommen ist, der dreiviertel Jahre Erprobung gemacht und wirklich Personen ausgesucht, aus dem Bereich heraus, wo wirkliche Problematiken hatten, auf körperlicher Basis. Wir hatten Frauen, die die Monatsblutung einen Tag weniger lang und ohne Medikamente über die Bühne gebracht haben. Eine Frau war 65 Jahre, die hat zu mir gesagt, ja, nach der Erprobung, nach 4 Wochen, sie hat das erste Mal in ihrem Leben richtig geschlafen. Mhm. Wir haben Leute gehabt, die haben mit Neurodermitis, aufgrund dieser Hölzer wirken sehr, sehr entgiftend, die wirken stärkend aufs Immunsystem, Herz-Kreislauf-System, Atemwege und sehr stark entgiftend ist auch die Neurodermitis, die eigentlich nur zum Teil eine Entgiftung des Körpers über die Haut ist, zurückgegangen. Aha. Oder? Also es gibt vielfältige Sachen, die da passieren können. Macht man sich normalerweise, wie gesagt, also ich zumindest auch nicht so wirklich die Gedanken drüber. Ja, also du hast erstmal das Erfahrungswissen, du hast altes Wissen berücksichtigt. Ja. Du hast gesagt, du bist auch feinfühlig, ihr pendelt das aus. Wie geht das vor sich? Baust du dann was und dann pendelt ihr das aus und optimierst das, oder wie ist das der Prozess da entstanden? Ja. Zuerst haben wir uns einmal auf ein Holz beschränkt und dann war das Gefühl da, das ist nicht alles, es kann nicht nur ein Holz sein. Dann haben wir weiter geschaut, haben wir wieder mit anderen Hölzern probiert, darin geschlafen, eine Zeit genau Buch geführt, was ist heute in der Nacht passiert, was ist da passiert, konnte ich schlafen. Und das sind die Anhaltswerte, die sich dann ergeben haben und daraus haben sich die 5 Hölzer kristallisiert. Also das Bett ist nicht aus einem der Hölzer, sondern ist eine Kombination aus... Nein, aus einem der Hölzer. Das ist, da kann jeder Mensch wählen. Im Normalfall, wenn ein Benutzer nicht weiß, welches Holz wird, ist kinesiologisch ausgetestet, welches von der Schwingungsfrequenz am besten zu dieser Person passt. Oder zu diesen Personen. Das ist natürlich interessant. Also das macht man ja normalerweise nicht, dass man mit einem Pendel zu Ikea geht. Aber bei mir kann man es machen. Bei mir kann man es machen. Ist auch erwünscht. Ihr beratet also wirklich den, der ein Bett kaufen will. Ja. Dass das wirklich für ihn auch passt. Ja, das ist die Philosophie dahinter, ist, das sollte das letzte Bett sein, das er kauft. Ja. Das muss eine Generation halten, das sollte 40 Jahre halten, dann will das sehr gut bedacht sein, was hier angeschafft wird. Das ist wirklich spannend, wie gesagt, ich habe es so nicht erwartet, weil auf der Webseite nachher steht irgendwie, der Schlaf ist mir heilig, ist natürlich richtig und wunderbare Hölzer, klingt alles wundervoll, aber nicht wirklich, dass es so eine Bedeutung hat. Und dass doch so ein umfangreiches Gebiet ist. Hast du noch was Wichtiges zu sagen, was Sie wissen sollten? Was Sie noch wissen sollten, ist, wir haben dann, also das Bett ist entstanden, dann haben wir natürlich einen Matratzen gebraucht, der was kann. Oder? Das kann ja nicht bloß eine Kaltschaummatratze sein, die ja hinten und vorne nicht funktioniert. Ja. Da sind 3 Kollegen von mir, haben eine Firma gegründet und einen Matratzen entwickelt. Das ist die Firma Volena.
Das ist einer der wenigen Matratzen, der biometrisch angepasst wird. Ist absolut aus Naturstoffen erzeugt. Warum? Damit ich in diese Tieflaufphasen abtauchen kann. Da kann das Bett spucken, wie es will. Wenn der Körper in einer so einer Schiefstellung ist, dass er Schmerzen erleidet, der holt dich wieder auf. Und darum ist das auch ein ganz wichtiges Teil für vernünftiges Schlafen, dass der Körper in eine Ruhephase gebracht wird, wo er tief die Entspannung ist. Das kommt dem gleich der Schwangerschaft. Also der Fötus schwimmt im Fruchtwasser und hat somit der Reflex der Muskelspannung ist weg. Das erzeugen wir mit der Matratzen. Und dann kommt das natürlich auf die klimatischen Verhältnisse im Bett an. Da müssen auch wieder Naturprodukte verwendet werden. Somit, dass diese Schwitzerei zu kalt, zu heiß, das muss weg sein, weil das stört den Schlaf aufgrund der körperlichen Ebene. Der Körper holt den Geist immer wieder rauf. Da muss Ruhe sein auf der körperlichen Ebene, damit auch der Geist frei werden kann. Ist wahrscheinlich noch ein weites Feld, weil dann gehen wir noch zur Bettwäsche. Gibt es da auch Erfahrungen, dass irgendwelche bestimmte Stoffe vielleicht? Ja, das ist als Füllungen für die Decken wird Schafwolle und Hanf verwendet. Für die Unterbetten wird auch Hanf verwendet. Das andere ist Naturkautschuk mit Holz, um die Ergometrie herzustellen. Und dann haben wir noch also die Bettwäsche, das ist einfach eine ganz normale Baumwolle, ein Baumwollsatteau. Mhm. Wunderbar. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass so ein Bett nicht ganz billig ist. Du brauchst jetzt hier keinen Preis nennen, aber lasse ich mich da auf was ein, wo ich sage, oh Gott, da kaufe ich mir lieber einen Flachbildfernseher, oder ist das was man doch sich gönnen sollte? Gönnen sollte auf alle Fälle. Nur ist das natürlich die Wertigkeit, wie es jeder Mensch einschätzt. Ja. Mir wäre jetzt der Bett lieber wie ein Flachbildschirm. Ja, also nachdem was du erzählt hast, leuchtet es mir auch ein, weil wir ja wirklich länger im Bett sind und im Schlaf sind. Also es ist wahrscheinlich nicht ganz billig, aber sollte es sich gönnen. Man kann es sich leisten. Wir sind aufgrund, dass wir die Produktion der Lattenroste decken, sowohl auch vom Bett alles selbst machen, also ich mache das Bett und der Kollege mit der Volena macht das Inlet, wir sind mit den Preisen nach unten gefahren bis zum Gehtnichtmehr. Bei uns gibt es auch keine Vertretung, kein Vertriebssystem, ja. Weil das zieht Handelsspannen mit sich, ja. Wo jeder was macht, geht nicht in meine Philosophie rein. Ja. Menschen nehmen da Geld weg, wo eigentlich nichts tun am Produkt, und das Produkt ist, so meine Erachtens, ist weltweit einzigartig. Und dann wird es aber so teuer, dass sich die Menschen das nicht leisten können. Wir haben pro Schlafstelle im Bett einen Diamanten und einen Bergkristall eingebaut. Das sind die zwei Meistersteine und decken eigentlich alle körperlichen Beschwerden ab. Das ist also auch nochmal spannend zu wissen. Also da geht auch auf energetischer Ebene doch eine ganze Menge mehr. Ja. Man sieht, ihr habt euch da nicht nur Gedanken gemacht, sondern eben auch reingespürt und reingefühlt. Ja, wir waren jetzt 4 Jahre in der Entwicklung, bis jetzt fertig. Bis man sagt, jetzt ist Ende da. Spannend. Es gibt eine Webseite, freier-bett.com. Ja. Da kann man mehr erfahren. Und sich auch erkundigen. Also ich glaube, wir haben hier zumindest mal deutlich gemacht, dass es nicht nur einfach irgendein Bett ist, sondern wirklich etwas, was den Schlaf intensiv beeinflussen kann und dann wahrscheinlich auch das Wohlbefinden am Tage, ne? Dass wir gestärkt. Schläfst du denn selber irgendwie jetzt wahrscheinlich in deinem eigenen Bett und kannst du sagen, mein Leben hat sich verändert, verbessert, oder kannst du es nicht daran festmachen? Doch, vor 3 Jahren wäre ich dir heute davon gelaufen. Es setzt sich Ruhe in das ganze Leben ein. Was dir sehr auffallend war, dass sich alle 14 Tage wieder Blockaden gelöst haben. Dann zieht die körperliche Grundschwingung dem Holz nach. Dann geht immer wieder ein Teil. Es setzt sich eine Ruhe ein, wo normale Dinge, die dich eigentlich aufregen müssen, dir einfach scheiß Wurscht sind. Auf gut Deutsch gesagt, die interessieren dich nicht mehr. Dann ist halt so. Ja, hier mit dem Interview heute war natürlich so ein bisschen zwischen Tür und Angel, und auf dem Kongress habe ich nicht sofort Zeit gehabt, aber das macht dir heute nichts mehr aus. Nein, das interessiert mich doch bei weitem nicht mehr. Falls in der Ruhe, und das ist eine schöne Auswirkung, also und ich denke, das können viele Leute sicherlich auch gebrauchen, deswegen finde ich es spannend, was du gemacht hast, und hoffe, dass wir viele Leute neugierig gemacht haben. Noch ein letztes Wort für die Zuschauer? Ja, Leute, schaut euch an, was ihr euch in eure Häuser reinstellt. Angefangen von den Baustoffen, von der Grundsubstanz bis zum Schlafzimmer. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn so wie ihr euch betet, so liegt ihr. Leuchtet ein. Vielen Dank für die Einblicke. Auch besten Dank. Und ich
wünsche dir da viel Erfolg mit diesem Bett und muss mal sehen, ob ich mir selber mal eins leisten kann. Schau ich das an. Vielen Dank. Dankeschön.